GG! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich habe wieder ein Unboxing. Ich habe mir wieder fett bei Wishwash bestellt. Und heute kommt wahrscheinlich der zweite Teil angeflogen von dem Paket, das ich bestellt habe, was Part 2 ist. Direkt aus China importiert, direkt am Anfliegen mit Ich habe eine Box für Sie! Ja, und zwar, ich weiß, glaube ich, schon, was drin ist. Es steht nur Anime-Figur drauf, aber in dieser Größe und dieser Verpackung kannten wir schon eine. Ich denke, ich weiß, was es ist. Ich brauche aber noch eine Unterschrift, dass Sie das Paket empfangen haben. Oh ja, ist es ein Death Note? Ja, okay, ich würde sagen, du darfst aufpacken. Ganz vorsichtig, oder? Ja, es ist wirklich mega gut verpackt. Und die letzte, wer zugeschaut hat, die letzte, die so gut verpackt war, war aus einem sehr schönen Anime, der also echt sehr viel Verpackungsmaterial. Ja, da ist sau viel drin. Und mach das ganz vorsichtig. Ja, sie ist es. Die habe ich nirgendwo in Japan gefunden. Achtung, Leute. Deswegen auch aus China. Deswegen auch die Fälschung aus China. Alter, die Verpackung ist ja mal genial. Die sind doch gar nicht aufdruckt, dass sie die verpackt. Das ist man. Boah. Sieht schon jemand, was es ist? Mit Körpereinsatz. Zerstört. Und die Figur ist kaputt. Ja. Und das ist kaputt. Okay. Und das Ganze ist weg. Es sieht auch wieder leicht zerdeppert aus. Das und das bei der Form? Alter, ja, übel. Aber es ist natürlich Ram. Tada! Ram. Jetzt habe ich endlich Rem und Ram und es gab damals nur Rem zu kaufen. In komplett Japan habe ich nur Rem gefunden, keine Ram. Und wie unterscheiden die sich? Die sehen sich doch sehr ähnlich. Ja, aber du findest dann nirgendwo die Variante mit pinken Haaren. Es geht also nur um die Haare. Es geht nur um die Haare. Aber das ist ein Detail, das ist einfach sehr wichtig, finde ich. Und wir packen die jetzt auch mal direkt aus. Oh, ich freue mich schon mit. Aber die ist auf jeden Fall aus einer anderen Serie. Die ist nicht aus der gleichen, also nicht Anime-Serie, sondern aus einer anderen Produktionsschiene. Weil die Rem hatte unten so ein kariertes Muster. Also den Sammler geht das schon ein bisschen auf den Sack, glaube ich. Und auf einmal aus einer anderen Serie. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber. Wenn die Box ja drin, interessant, dass die drin schön gestaltet ist. Ja, ne? Total egal, was draußen ist. Drin ist auf jeden Fall mit schönen Blümchenmuster. Ich finde auch das hier richtig putzig. Dieses Salz, zeig das mal nahe hin. Das ist ja voll putzig. Salz! Ich muss noch die Zeit überbrücken, bis er fertig ist. Salz! Okay. Du hast sie ausgepackt, wie kannst du nur? Der Wert ist kaputt. Ja, natürlich. Salz! Der Unterschied auch noch. Also nicht nur unten das, du hast nur einen Stecker hier, das ist auch nicht so schlimm. Und es ist ein Tablett dabei, ich habe keine Ahnung. Was du falsch drauf tust. Ja, so? Ja, sollte. Oder? Wie auch immer, das kann man da noch mit hin tun. Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich wird es nicht geklebt, aber wäre wahrscheinlich sinnvoller. Ja, oder man lässt es einfach weg, weil die... Machen wir es ohne. Ja. Ah, ist das schwer, aber ist das nicht aus. Jetzt habe ich beide zusammen, ich freue mich voll. Ich freu mich. Wen brauchst du noch aus der Serie? Ja, vielleicht noch die Protagonisten selber. Ja, die sind unwichtig. Ja. Wer braucht Protagonisten? Wir brauchen die Zwillinge, wir brauchen die Zwillinge. Das ist der Shit, das ist das, was wir brauchen. Ja, und von uns. Hey. Ja. Fanservice. Das ist Fanservice, 1A Fanservice. Dann sage ich mal vielen Dank, das war mal ein geiles Unboxing, ich habe mich gefreut, weil auf die Figur habe ich wirklich schon lange gewartet, weil die Rem steht die ganze Zeit schon alleine da oben und jetzt kann ich die nebeneinander stecken. Ich finde immer noch komisch, dass sie so extrem gut verpackt ist, um trotzdem zu simulieren. Ja, übelst, aber das ist generell, wenn du bei Wishwash bestellst, ich meine, klar hat das einen langen, langen Weg, aber also für Sammler ist das nichts Wish. Wirklich. Ich sehe schon vor, wie es verpackt wird, wahrscheinlich so, oh, wir haben eine vollständige Box. Ja, ich könnte es verschicken. Ja, so ist es. Also, dann würde ich sagen, Sayonara!